Schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir heute einen genialen Trick, mit dem du gezielt negative Gefühle und Gedanken ableiten kannst, damit umgehen kannst, die in Bewegung versetzt und die aus dir rausbekommst. Wie machst du das? Gerade wenn es um zwanghaftes Denken geht. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich bin Corno, Qigong-Lehrer hier auf YouTube im Qigong-Club. Und jemand, der sich freut, wenn du diesen Kanal hier abonnierst und auf die Abo-Glocke drückst, dann wirst du informiert, sobald es solche schönen Tipps und Tricks-Videos gibt zum Thema Qigong, Gesundheit, Wellness, Entspannung und Stärkung deiner Gesundheit. Bist du bereit? Dann legen wir los. Also, eigentlich ist der Tipp, den ich dir heute gebe, so ein Erweiterungstool der Reinigungsübung. Wenn du die Reinigungsübung noch nicht kennst, dann verlinke ich dir die am Ende dieses Videos, sodass du die Reinigungsübung einmal kennenlernen kannst und ausprobieren kannst. Und in den meisten Fällen reicht es schon, wenn du die Reinigungsübung machst zu Hause bei dir, 7 Durchgänge lang, dass du dann schon merkst, so zwanghaftes negatives Denken oder negative Gefühle, dass die schwächer werden, dass die deinen Körper verlassen, also deinen Geist verlassen und dass es dir einfach besser geht. Da musst du auch nicht dran glauben. Das ist einfach Körperhaltung, Vorstellungskraft und die Atmung, die damit in Verbindung steht. Und die verändert deinen Zustand. Und das kannst du aktiv machen. Aber dieses Video, das habe ich nicht gemacht, nur um nochmal zu sagen, wie genial die Reinigungsübung ist, sondern um dir noch so ein kleines Extra-Tool dafür zu geben. Denn in der Übung, wenn du dir die Anleitung anschaust, da spreche ich eher davon, so alles Schwere, Negative geht nach unten und du leitest es ab. Aber das ist sehr allgemein gehalten und meistens hilft das auch und oft ist das genug. Aber, wie du sicherlich weißt, haben wir manchmal so ganz spezielle Themen und nicht irgendwie negative Gefühle, sondern du bist traurig, du bist wütend, du bist verzweifelt. Du hast einen negativen, zwanghaften Gedanken, der immer wieder kommt. Ein Thema, was immer wieder kommt. Ja, und das Thema muss nicht negativ sein, aber die Umstände, in denen du bist, zum Beispiel Geld, ja, wenn du finanzielle Sorgen hast, dann ist Geld ja erstmal nichts Schlechtes, aber dein Umstand, deine Beziehung zum Geld ist gerade vielleicht nicht im Gleichgewicht. Oder deine Partnerschaft. Du willst deinen Partner, deine Partnerin vielleicht nicht gleich feuern, aber das Gefühl ist in der Partnerschaft vielleicht gerade sehr belastet oder sehr negativ. Ja, das heißt, da ist das Thema Partnerschaft, aber das heißt nicht, dass du mit der Reinigungsübung die Partnerschaft loswerden möchtest unbedingt oder loslassen möchtest, sondern eher die negativen Aspekte. Das habe ich jetzt schon mal so angekündigt, weil du bei der Reinigungsübung, die ich dir jetzt hier so zeige, dich darauf spezialisierst auf einen Gedanken, ein Gefühl oder ein Thema, wo du wirklich merkst, das krallt sich in dir fest und das wirst du nicht los. Und das kannst du mit der Reinigungsübung wunderbar ableiten, indem du dich, wenn du anfängst, in die Grundposition stellst und dir erstmal ein Thema oder einen zwanghaften Gedanken, einen Themenbereich festlegst oder ein Gefühl festlegst. Auch wenn da 3, 4 Sachen sind, die dein Leben beeinträchtigen, leg dich mal auf eine Sache fest, wo du sagst, das ist im Moment wirklich ein Schlüssel für mich. Ja, das ist mit das Wichtigste, Nummer 1. Und wenn du jetzt die Reinigungsübung machst und du gehst ja nach hinten, zur Seite, nach vorne, also 3-mal nach unten, dann konzentriere dich mal darauf, dass du dir versuchst vorzustellen, dieses Thema, diesen Gedanken abzuleiten, nach unten zu leiten. Diese Wege entlang, die wir bei der Reinigungsübung gehen. Und nicht einfach irgendwie Energie oder sowas. Weil je tiefer du in der Materie bist, da kannst du später wirklich nur sagen Energie. Und da ist ein eigenes Wissen und Verständnis, was da genau abgeleitet wird. Aber gerade am Anfang, wenn Energie für die meisten eine Glaubensfrage ist und erstmal was Ungreifbares, dann kann es manchmal sehr hilfreich sein, wenn man da mit Dingen beginnt, die für einen greifbar sind, die man sich vorstellen kann. Und daher, dass du das mal probierst mit einer konkreten Thematik, mit einem konkreten Gefühl, was du von oben nach unten ableitest in die Erde hinein. Und nochmal zur Erinnerung, wir nehmen mal das Thema Partnerschaft. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Wenn dir bewusst ist,
Du willst nicht die Partnerschaft weghaben, sondern nur die negativen Gefühle. Dann kannst du trotzdem bei der Reinigungsübung sagen, ich nehme diese Partnerschaft, wie sie jetzt ist, nach unten und leite sie ab. Ja, und musst nicht genau wissen, welche, dass dein Mann dich nicht beachtet oder dass deine Frau immer zickig ist oder dass dieses. Du musst nicht ins Detail gehen und alles auf dem Schirm haben, nicht die langen Listen von allen Details, die dich stören, sondern nur das Thema. Und da kannst du sozusagen bei der Reinigungsübung die ganze Partnerschaft ableiten. Das heißt aber nicht, dass du die Partnerschaft in die Tonne klopfst. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal wiederholen muss. Übersetzt das nochmal gern für andere Themen. Sagen wir es nochmal fürs Geld, dass wenn du gerade finanzielle Schwierigkeiten hast, Aufträge sind weggebrochen oder große Rechnungen sind gekommen, wo du nicht weißt, wie du die bewältigen sollst, dann darfst du bei der Reinigungsübung die ganze Thematik, Geld, Finanzen, alles nach unten ableiten. Alles. Das heißt aber nicht, dass du alles Geld wegnimmst und dann arm bist und das übst, sondern nur die Thematik, wie sie jetzt im Moment ist, der Zustand der Thematik. Ja? Aber da das alles zu komplex ist, das genau im Kopf auseinanderzudröseln und wir wollen ja eine Energiebewegung, die tiefer geht, initiieren, daher konzentriere dich nicht auf zu kleine einzelne Gedanken, sondern eher auf große Themen. So, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich dich jetzt viel zu sehr zugelabert habe oder ob das alles für dich jetzt Sinn macht. Ich hoffe es. Schreib es gerne in die Kommentare. Aber mir war wichtig, dass ich gerade diesen Punkt, dass da kein Missverständnis entsteht. Gut, dann wenn du Lust hast, ich verlinke dir jetzt mal eben schnell hier die Reinigungsübung. Dann kannst du es sofort ausprobieren mit der Thematik, die dich gerade im Moment am meisten stört oder belastet. Und auch da wieder die Empfehlung, mach das ruhig nicht nur einen Tag, sondern vielleicht zweimal am Tag und das ein paar Tage lang. Und du wirst sehen, da kommt was in Bewegung. Meistens. Das ist meine Erfahrung. Und ich würde mich freuen, wenn du die auch machst. Gut, dann alles Gute und bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.